Bürste. Bürste. Becher. Geburt. Satt. Satt. Ich gebe dem Hund Futter, damit du ihn waschen kannst. Ich gebe dem Hund Futter, damit du ihn waschen kannst. Kannst du die Möhren aus dem Kühlschrank holen? Holen. Aus. Wie viel müssen Hunde essen, um satt zu werden? Saft. Satt. Der kleine Hund muss mit abnehmen. Der Hund. Hund, große Hund, muss auch abnehmen. Dürfen Hunde Möhren essen? Toto ist satt und möchte jetzt spielen. Toto ist satt und möchte jetzt spielen. Saft. Satt. Der große Hund muss auch abnehmen. Bring Futter, damit ich die Hunde füttern kann. Die Hunde bellen,
damit wir sie füttern. Die Hunde bellen, damit wir sie füttern. Sie gibt den Hunden Futter, damit sie nicht mehr hungrig sind. Bring Futter, damit ich die Hunde füttern kann. Leine. Becher. Becher. Bürste. Bürste. Geburt. Die Hunde sehen begeistert aus. Begeistert. Bereit. Satt. Geburt. Leine. Achtet auf den Bären, da sein. Achtet. Acht. Achtet. Thank you.
Ich suche eine Leine, damit wir hinausgehen können. Der Hund bringt dir die Leine, damit er hinausgehen kann. Die Hunde sind bereit. Bereit. Sind alle bereit? Musst du auch mit den Katzen Gassi gehen? Die Hunde sind ganz begeistert. Die sind ganz begeistert. Achtet auf den großen Hund. Das war prima, dass du mit den Hunden gespielt hast. Klima. Prima. Klima. Prima. Wenn ich den Hunden mein Gedicht vorlese, schlafen sie ein. Wenn ich den Hunden mein Gedicht vorlese, schlafen sie ein. Es ist prima, dass du jetzt auch ehrenamtlich arbeitest. Klima. Prima. Du musst mir und den Katzen dein Gedicht nicht vorlesen. Mein Hund ist ein Prinz und hat sich perfekt verhalten. Verhalten. Verwandten. Verhalten.
Es war prima, dass du heute gekommen bist. Übrigens, die Katzen und die Hunde verstehen sich gut. Übrigens, die Katzen und die Hunde verstehen sich gut. Lest ihr den Hunden ein Kinderbuch vor? Ihr. Übrigens, die Katzen wollen mehr Fische essen. Der Hund bellt, wenn ich ihm Gedicht vorlese.
Der Hund bellt, wenn ich ihm mein Gedicht vorlese. Brauche. Die Leine. Damit wir in den Park gehen können. Ich kann der Katze mein Lieblingsgedicht vorlesen. Hol die Futter. Die das Futter. Damit Hunde. Essen können. Ich denke, die Hunde hassen mein neues Gedicht. Die Hunde bellen damit wir sie füttern. Wir lesen den Katzenmärchen vor. Märchen. Märchen. Es war prima, dass du heute gekommen
Es war prima, dass du heute gekommen bist.